Wer interessiert sich eigentlich noch für Corona? Wir sind doch alle froh, dass das ganze Thema vorbei ist. Nein, wir müssen uns tatsächlich noch mal mit Corona beschäftigen. Natürlich einmal aus aktuellen Anlässen, denn wie ihr wisst, es gab ja die Veröffentlichung der RKI-Daten durch Multipolar. Die haben das ja per Gericht halt eben erwirkt, dass RKI die Daten vorlegen musste. Okay, es gab eine ganze Menge geschwärzter Stellen, aber da kamen ja doch so einige Dinge raus. Der zweite aktuelle Anlass ist sicherlich das Interview, das Lauterbach dem Morgenmagazin gegeben hat und auch, dass Drosten ein Interview dem Tagesspiegel gegeben hat. Auch darüber werden wir hier kurz uns das Ganze anschauen und darüber berichten. Und die dritte Geschichte, die ist wirklich sehr, sehr entscheidend. Die Aussage eines Soziologen, der halt eben tatsächlich auf sehr zynische Art und Weise die Angstkommunikation hier beschreibt, wie sie auch in Zukunft sein werden. Und genau deshalb müssen wir uns die ganze Thematik doch nochmal hier anschauen. Herzlich willkommen bei Warum Pokritisch. Mein Name ist Will. Ich freue mich sehr, wenn du Zeit für ein Video hast. Ich habe das Ganze hier in einigen Kapiteln unten auch eingeteilt, falls dir das ganze Video hier zu lang wird, damit du halt eben immer ein bisschen umswitchen kannst und dir die einzelnen Kapitel hier genau anschauen kannst. Wie ihr wisst, Multipolar hat, wie gesagt, die Daten vom RKI bekommen. Vermietertagebuch Alex hat ja eine ganze Menge aus diesem Artikel von Multipolar hier vorgelesen und ich werde euch natürlich auch den ganzen Artikel unten nochmal in die Infobox geben. Das ist allerdings nicht das Schwerpunktthema, nur so viel können wir tatsächlich aus diesem ganzen Artikel entnehmen. Die Einschätzung der Risikobewertung kam tatsächlich wohl auf Anordnung von oben und auch der Lockdown oder die mehreren Lockdowns, die wir alle hier haben erfahren müssen, beruhte wohl mehr oder weniger auf einer Lüge. Und klar, was stellte sich noch heraus? Corona war nicht wesentlich gefährlicher als irgendeine Grippe. Natürlich gab es schwere Verläufe, gar keine Frage, aber insgesamt hat man doch extrem hier an den Stellschrauben gedreht. Und da natürlich auch viele unabhängige Wissenschaftler damals schon vermutet haben, dass die ganze Notstandspolitik hier nicht so ganz mit rechten Dingen vollzogen wurde, hat nun die FDP ja eine Enquete-Kommission eingefordert. Das heißt, hier sollte tatsächlich eine Aufarbeitung der ganzen Politik während der Maßnahmen hier erfolgen. Inwieweit das tatsächlich durchgesetzt werden könnte oder inwieweit dieser Vorschlag der FDP halt eben hier vom Bundesrat angenommen wird, bleibt noch eine ganz andere Frage. Allerdings haben sich Drosten und auch Lauterbach bezüglich dieser Forderung einer Aufarbeitung der Corona-Politik hier geäußert. Drosten gab hier ein Interview dem Tagesspiegel. Auch diesen Artikel werde ich euch natürlich unten in die Infobox packen. Und Lauterbach ein entsprechendes Interview beim Morgenmagazin. Das schauen wir uns auch gleich mal an. Vorab vielleicht eine kleine Einschätzung meinerseits. Wenn man sich die beiden Aussagen von Drosten und auch Lauterbach mal nebeneinander hinlegt, dann stellt man fest oder man kommt zu der Überzeugung, besser gesagt, dass die beiden sich wohl in ihrer Sprache abgesprochen haben müssen, weil die Argumente ähneln sich doch sehr und beide sind ja tatsächlich gegen eine entsprechende, vor allen Dingen politische Aufarbeitung. Und wir hören nun mal rein, was Karl Lauterbach dem Morgenmagazin für Argumente nun lieferte. In den Jahren gab es den ersten Corona-Lockdown. Sie haben schon gesagt, Deutschland sei insgesamt gut durch die Pandemie gekommen, aber es sind eben auch Fehler gemacht worden. Wenn Sie auf sich selbst schauen, was war Ihr größter Fehler im Nachhinein? Also ich finde es ganz falsch, dass wir nur auf die Fehler blicken. Ja. Wir haben so viel geschafft, wir haben so vielen Menschen das Leben gerettet. So viele jüngere Leute hätten jetzt Long-Covid, für welches wir keine Behandlung haben. Mhm. Es gibt Leute, die sind jetzt suizidgefährdet. Es gibt Leute, dann lassen Sie mich, Sie haben, dann lassen Sie es mich anders formulieren. Gerne. Eine Aufarbeitung wäre sinnvoll, medial, wie aber auch im politischen Raum. Die FDP würde gerne eine Enquete-Kommission einrichten, damit man genau darüber spricht. Sind Sie da dafür? In der Tendenz, also ist nicht jetzt mein Schwerpunkt der Arbeit, weil das muss ja das Parlament entscheiden, das ist ja keine Regierungsentscheidung. Aber Sie sind der Gesundheitsminister. Aber als Abgeordneter hielt ich davon im Moment nicht so viel, weil die Situation ist nach wie vor so, das ist jetzt ein Ideologiekampf in dem Sinne. Es gibt also rechte Gruppen, die wollen das Thema sich also zu eigen machen,
Auch die AfD will das machen. Aber da machen Sie es sich zu leicht. Ich glaube, eine gesellschaftliche Aufarbeitung, das hat ja jetzt nichts mit rechten Gruppen. Wir machen das ja. Also es ist ja die Frage, eine Enquete-Kommission ist eine hochpolitische Angelegenheit. Ja. Wenn das Fachleute machen, wir haben jetzt zum Beispiel erneut einen wissenschaftlichen Beirat beim Bundeskanzleramt geschaffen, wo über die, also unparteiisch, also aus allen Gruppen Experten darin sind, die werden sich auch wieder damit beschäftigen. Eine Enquete-Kommission ist typischerweise eine sehr politisch aufgeladene Angelegenheit und das wird Themen noch politischer und noch weniger wissenschaftlich bearbeiten. Damit habe ich ein bisschen Bedenken. Ja, wie ihr seht, er windet sich so ein bisschen wie ein kleiner Regenwurm. Ne? Ich habe so das Gefühl, dass die Herrschaften das alles nur aussitzen wollen. Klar, die Aufregung ist jetzt gerade recht groß aufgrund der Veröffentlichung der RKI-Daten durch Multipolar und sie rechnen damit irgendwann. Das wieder abflachen. Ne? Das ist ja völlig klar, denn wir wissen ja alle, wir sind ja froh, wenn die schlechten Dinge halt eben wieder vom Tisch sind und wir mögen uns auch gar nicht mehr weiter damit auseinandersetzen. Auch das habe ich auch in den Kommentaren beim letzten Video hier des Öfteren schon mal gelesen. Ne? Interessiert nicht mehr, wir sollen uns wieder mit anderen wichtigen Dingen hier beschäftigen. Das werden wir auch sicherlich im nächsten Video tun. Da geht es natürlich um die Geschichte, die sich in Moskau ereignet hat und was das halt eben hier für uns in Deutschland bedeuten könnte. Aber zurück zu dem heutigen Thema. Warum müssen wir wirklich sehr wachsam sein, auch wenn Corona nun erstmal vorbei ist? Dazu müssen wir in die zynische Welt der Angstkommunikation eines Soziologen einsteigen und es handelt sich hier um Heinz Bude. Er hat in Graz an einer Podiumsdiskussion teilgenommen und was er dort von sich gegeben hat, da schauen wir uns an. Die ein oder anderen von euch haben vielleicht den ein oder kleinen Videoschnipsel schon irgendwo mal mitbekommen. Noch einmal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben gesagt, wir müssen ein Modell finden, um Folgebereitschaft herzustellen, das so ein bisschen wissenschaftsähnlich ist. Und das war diese Formel Flatten the Curve. Nicht, dass wir gesagt haben, wie können wir die Leute zu überzeugen, mitzutun? Wir sagen denen, so ein Modell, das sieht so nach Wissenschaft aus, ne? Man sagt, wenn ihr schön diszipliniert seid, könnt ihr die Kurve verändern. Das heißt, quasi es gibt eine Veranschaulichung von individuellen Verhaltensveränderungen in einer Art von wissenschaftlicher Darstellbarkeit. Das war in dieser Formel drin, Flatten the Curve. Das haben wir geklaut von einem Wissenschaftsjournalisten, haben wir nicht selber erfunden. Aber wir fanden das irgendwie toll, dass man so ein quasi Wissenschaftsargument noch in der Art der Erzeugung von Forschung. Also das ist, glaube ich, jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Meiner Ansicht nach laufen wir auf wieder singuläre Krisen absehbar hinaus in unserer gesellschaftlichen Erwägung. Nehmen wir nur Extremwetterereignisse. Und singuläre Krisen, die ich vor Augen sehe, werden damit zu tun haben, dass man auf individuelles Verhalten zugreifen muss. Also indem etwa bei Extremwetterereignissen wird man Leute evakuieren müssen. Man wird Leuten sagen müssen, du kannst dein Haus nicht mehr an dieser Stelle aufbauen. Und man wird Zwang ausüben müssen auf Leute, die sagen, ich habe aber andere Informationen, ich lasse mich hier nicht evakuieren. Und zwar legitimen Zwang. Wir werden mit Situationen vermehrt zu tun haben in der Zukunft, solche Art von Krisen, die individuelle Verhaltensveränderungen verlangen, wenn man den Krisen als Gesellschaft in kollektiver Handlungsfähigkeit standhalten will. Und das ist das entscheidende Argument. Können wir das überhaupt in einer modernen liberalen Gesellschaft? Geht das eigentlich? Und muss man da nicht hinterrücks ganz furchtbare Dinge wie Angstkommunikation, also sozialpsychologische Dinge benutzen, um solche Arten von Folgebereitschaften zur Veränderung von individuellem Verhalten vorzunehmen. Das ist ein Unterschied, als ob man eine Krise wie 2008-09 durch eine Stellschraubenveränderung in Bezug auf die Finanzmärkte lösen kann. Das ist eine andere Sorte von Krisenlösung. Die Krisenlösungen, die uns bevorstehen, haben den Charakter von Kriegen, sie haben den Charakter von Pandemien und die haben den Charakter von Extremwetterereignissen. Das ist absehbar. Auch Europa wird in mittlerer Frist noch wieder Kriege haben. Und da sind die Dinge, wo man sich überlegen muss, welche Art von Vorratsreflexion, sozialwissenschaftlicher Art, braucht man auf diese absehbare Herausforderung, die vor uns steht. Und das finde ich ziemlich interessant. Und Heinz Bude war im Übrigen der einzige Soziologe, der bei der berühmt-berüchtigten Covid-19-Taskforce hier tätig war. Also er gehörte diesem Beratungsgremium an.
und hat dementsprechend die Bundesregierung beraten. Und diese Podiumsdiskussion, die hier am 24. Januar diesen Jahres in Graz stattfand, zeigt ganz eindeutig, dass Bude überhaupt keine Einsicht zeigt, dass er da irgendwie falsch gehandelt hätte. Gleich null. Also ihm fehlt tatsächlich irgendwie ein Verständnis dafür, dass vielleicht doch nicht alles so gut gelaufen ist. In einem Artikel von Welt Plus heißt es im Übrigen, da kann ich euch einige Sachen sicherlich draus vorlesen, dass im Klartext, wenn man in einem freiheitlich-demokratischen Land Zwangsmaßnahmen wie Ausgangssperren, Schulschließung und Kontaktreduzierung implementieren will, wie sie dort eigentlich nicht legitim sind, dann muss man sich ein paar Bilder ausdenken, die das Vertrauen der Leute in die Wissenschaft und in wissenschaftliche Modelle ausnutzen, sodass die Leute selbst aus einer Art Einsicht in die wissenschaftlich begründete Notwendigkeit nach Maßnahmen rufen, die gemäß dem Geist unserer Verfassung eigentlich nicht legitim sind. Solch eine Argumentation als eine zynische Betrachtung der politischen Prozesse anzusehen, wie Habermas sie einst beschrieb, ist sicher nicht weit hergeholt. Und wir wissen ja alle, seinerzeit haben tatsächlich sehr viele Leute noch nach mehr verschärften Maßnahmen gerufen. Das war wirklich für einige von uns wirklich unfassbar. Aber man kann die Leute so weit manipulieren, dass sie halt eben wirklich schreien, gib mir mehr von diesen harten Maßnahmen. Und wir müssen, glaube ich, aus diesem Grunde auch sehr wachsam sein. Denn Heinz Bude sagt es ja ganz klipp und klar, ist ja auch logisch, wir werden sicherlich mit mehreren Krisen in Zukunft zu rechnen haben, sei es Naturkatastrophen, Kriege, Pandemien. Pandemien kommt mit Sicherheit wieder. Und wir müssen wachsam sein, denn solche Mechanismen, die ja eingesetzt wurden und die sehr gut funktioniert haben bei den meisten Menschen, und zwar weltweit, die werden sicherlich auch in Zukunft nochmal eingesetzt werden. Und von daher müssen wir wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und sehr kritisch hören, was man uns demnächst wieder verklickern will. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, wünsche euch noch einen zauberhaften Tag und sag mal bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.